und dann morgen noch zwei Spiele, Dortmund 2 gegen Magdeburg und Düsseldorf gegen Oberhausen. Träumen vom Aufstieg, das Spitzenspiel in der Regionalliga Nord, Fortuna Düsseldorf gegen Rot-Weiß Oberhausen. Und quasi als Ansporn für seine sportlichen Nachfahren. Die mussten nämlich heute im Spitzenspiel der Regionalliga Nord zu Fortuna Düsseldorf. Auch da wird noch vom Aufstieg in die zweite Liga geträumt. Also wollen wir mal schauen, was die Nachfahren von Lothar Koblun machen. Thorsten Winkler war in Düsseldorf. Und das ist zurzeit bei RWO Mike Terranova mit 12 Saisontreffern. Zwar noch nicht mit Lothar Koblun auf gleicher Höhe, aber im letzten Spiel immerhin mit einem Hattrick erfolgreich. Perfekte Kulisse in Düsseldorf für diesen Westschlager und die Fortuna ganz in Rot in der Anfangsphase sehr engagiert. Christ auf Shahin. Foulspiel von Schlieter am Düsseldorfer. Freistoß für die Gastgeber. Keine optimale Schussposition, aber nicht einfach für Semmler im Oberhausener Tor gegen die Sonne. Und genau darauf spekulierte auch Marco Christ. 1-0. Direkt verwandelt der Freistoß die frühe Führung für die Fortuna. Aber auch wenn RWO-Keeper Christoph Semmler geblendet war mit besserem Stellungsspiel, wäre dieser Treffer zu verhindern gewesen. Ein perfekter Auftakt für Norbert Meyer und seine Düsseldorfer, die unter der Woche ja durch eine 0:1-Niederlage im Niederrhein-Pokalfinale gegen Rot-Weiß Essen den Einzug in den DFB-Pokal verpassten. RWO, nicht so spielfreudig wie gewohnt, tat sich zunächst schwer, setzte mehr auf Zweikampfstärke. Kaya gegen Schäbe, Terranova. Nach knapp einer halben Stunde, Mike Terranova scheitert an Michael Melker. Dann wurde es hektisch, übles Foulspiel von Schäbe an Kaya mit anschließendem Revanche-Schubser. Rudelbildung vom Allerfeinsten, die Folge. Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus war gefordert, übersah allerdings diesen Ohrenzieher von Shahin Ankaya. Glück für alle Beteiligten, dass die Unparteiische es nur bei Ermahnungen beließ. Die Fortuna mit Kayas und Labaré. Axel Labaré mit 10 Saisontreffern, Fortunas bester Schütze. Aber diesmal Semmler mit einer starken Reaktion. Düsseldorf mit Vorteilen in der ersten Hälfte, Halbzeitstand 1:0. Nach dem Wechsel Düsseldorf weiter spielbestimmt, gegen in der Defensive einige Mal überforderte Oberhausener. Schäbe gegen Semmler und nochmal Schäbe. Pappas war da noch dazwischen. Viel Tempo jetzt im Spiel, die Düsseldorfer mit Lamberts und der mit Platz. Und den nutzt er. Ein herrlicher Treffer von Andreas, genannt Lumpi Lamberts. 2:0. Wieder Christoph Semmler ein bisschen zu weit vor seinem Tor. Das 2:0 durch den Düsseldorfer Kapitän. Oberhausen jetzt mit immer weniger Gegenwehr. Wieder Lamberts. Schäbe lässt Semmler ins Leere laufen und vollendet. Souverän gemacht von Ahmed Schäbe. Und das war's in Düsseldorf. 3:0 der Endstand. Die Fortuna mit einer eindrucksvollen Vorstellung heute hält wieder Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Wir haben das frühe Tor gemacht, haben dann nachher mit zunehmender Spieldauer auch vernünftig Fußball gespielt. Aber wie gesagt, auch mit der nötigen Leidenschaft und Bereitschaft. Die ließ Oberhausen heute gänzlich vermissen. Die Regionalliga Nord damit weiter äußerst spannend. Und damit der Blick auf eben jene Tabelle. Das ist jetzt äußerst spannend. Rot-Weiß Aalen ist vorne, hat aber ein Spiel mehr als die folgenden. Oberhausen, Berlin und Düsseldorf mit gleicher Punktzahl. Alles sehr dicht zusammen, selbst bis Position 9. Dynamo Dresden ist noch eine Menge drin.